Mein Name ist Margarete Steiner, ich bin Assistenzärztin im AKH auf der Corona-Intensiv, momentan zugeteilt. Ich möchte mich auch gerne unbedingt am Impfaufruf beteiligen. Und um das noch einmal quasi zu bestärken, möchte ich kurz einen Fall schildern, nämlich von einem unter 30-jährigen Patienten, der kürzlich hier leider auf der Station verstorben ist, verheiratet mit Kindern, leider ungeimpft und dann an einer ganz schweren Corona-Erkrankung erkrankt. Die Lungenfunktion war eigentlich nicht mehr vorhanden. Er hat auch ganz lange Unterstützung bekommen durch eine Maschine, die das Blut rauspumpt aus dem Körper, die Lungenfunktion ersetzt und dann wieder reinkommt. Aber leider hat er es nicht geschafft und das war für uns alle ein sehr tragischer Moment, ein tragischer Fall, der höchstwahrscheinlich durch die Impfung verhindert hätte werden können. Also bitte geht's impfen.